Servus Leute in Medieval Dynasty. Ich wollte ein Video machen bzw. Videos, weil das werde ich alles nicht in einem Video schaffen, über die Schweindal. Also wo fangen wir an? Fangen wir am Anfang an. Ihr braucht hier den Schweinestall. Dann lauft hier, glaube ich, Karte, wo war das, in Rolnica. Da könnt ihr hier oben links könnt ihr die Schweine kaufen. Kauft natürlich Eber und ein kleines Ferkel. Dann könnt ihr am Anfang das Tierfutter kaufen. Ansonsten könnt ihr in der Scheune euer Tierfutter selber herstellen. Ihr braucht ein Haferkorn, ein Roggenkorn und 5 Stroh. Am Anfang habe ich das so gemacht, dass ich Tierfutter gekauft habe. Ja, ist recht teuer, also ich glaube, wenn ihr schon was angepflanzt habt, Roggen und Hafer, dann würden so 20, 30 Einheiten reichen. Ja, ansonsten, was mich jetzt interessiert, ist die Wirtschaftlichkeit. Und das werde ich jetzt weiterhin beobachten. Hier ist mein Angestellter für die Schweine, der Aufpasser. Der bringt den Düngen immer ins Lager. Auf jeden Fall interessiert mich die Wirtschaftlichkeit, weil ich habe nämlich jetzt hier, könnt ihr sehen, Verwaltung, ich habe einen Eber, der ist schon 3,25 Jahre alt, eine Sau 3 Jahre alt und Nachwuchs, eine Sau und ein Eber und ein kleines Ferkel, eine Sie, glaube ich, ja. Ja, ich überlege jetzt, die zu verkaufen noch. Weil wenn die jetzt noch 3 oder 4 Jahre älter werden, vielleicht machen sie noch was. Und dann muss ich gucken, ob ich die verkaufe vorher oder schlachte. Und dass die Sau und Eber die Jüngeren bleiben und dann halt so weitergeht. Ja, wenn euch das interessiert, wie das von der Wirtschaftlichkeit so ist und was am besten ist, dann abonniert mich. Dann bleibt ihr auf dem Laufenden, wenn ich das zweite oder dritte Video dann rausbringe. Okay, also macht's gut und wir sehen uns. So, ich werde jetzt mal gucken, dass ich das kleine Schwein da mal verkaufe. Na, kann ich das? Kann ich da nicht verkaufen? Okay, vielleicht bei Inventar. Verwaltung, Tierzucht, Ferkel, verkaufen, hier unten, für 451 Gold-Silbermünzen, Euros, was weiß ich. Ja gut, dann verkaufe ich das jetzt mal. Ja, bin ich sicher. So, ich habe es jetzt mal verkauft. Gut. Na dann schaue ich mal, wie das weiter funktioniert hier mit dem Schweindall. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Okay, noch ein kleines Update. Hier ist mein Eber, also die Älteren. Jetzt habe ich gerade geguckt bei der Verwaltung. Bei Tierzucht, also wenn ich den Eber jetzt, den Ältesten, aussuche, ich kann den gar nicht schlachten. Ich kann den nur verkaufen für 900 Silbermünzen da. Ja gut, da muss man den passenden Augenblick abwarten, beziehungsweise schauen, wann am günstigsten ist, dann den zu verkaufen. Jo, bleibt dran, wir sehen uns. Tschüss.